Nein, meine Damen und Herren, das ist nicht der Alex nach dem Aufstehen. Das ist eine echte Geistermaske aus dem Geisterpalast. Andreas, was muss ich als Geist können bei dir? Ja, großartig können. Jetzt in deinem Fall musst du vielleicht nichts. Normalerweise haben wir Schauspieler und sowas da, aber für dich sage ich, beobachte es jetzt mal. Du darfst niemand anlangen, du darfst nicht zu nah an den Wagen hin. Und ich sag mal, die Leute müssen halt erschrecken, weil sonst hat sich das gleich erledigt für dich. Dann hoffentlich schaue ich mit dem Zeug gruselig aus. Ja, dann würde ich die mal aufziehen und dann erschrecke ich ein paar Leute. Muss man denn gruselfest sein, wenn man bei euch reingeht? Sollte man schon. Also sind so kleine Mädels eher schreckhafter oder eher die großen, schweren Jungs? Ja, da hast du gleich ein richtiges Thema. Wenn Kinder fahren und sowas, dann machen wir natürlich nicht so brutal. Ja? Und sag ich mal, Mädchen ab 16, 17, 18, da kannst du richtig Gas geben. Und wenn die nicht schreien, dann hast du es falsch gemacht. Dann habe ich was verkackt. Zieh die mal auf und dann gehen wir mal. Also, und ich geh mal zurück. Großer Unterschied zu vorher sehe ich jetzt auch nicht. Das hast du jetzt lieb gesagt.